Heute bekommen wir ganz, ganz besonderen Besuch und ich habe den Tisch schon so weit gedeckt. Ich muss noch ein bisschen was herrichten und ich freue mich jetzt schon riesig, wenn sie dann gleich kommen. Yay! Der Lassie hilft mir gerade, wir machen Pancakes für unsere Gäste und haben dazu mein Video. Das ist so lustig, weil ich habe das jetzt schon lange nicht mehr gemacht und hier stehen die ganzen Zutaten, die wir benötigen. Und da spitzen wir jetzt immer mal rein, ne, in das eigene Video, gell, Lassie? Und der Lassie wird mal Bäcker, glaube ich. Oder, Lassie? So, jetzt haben wir soweit alles vorbereitet und jetzt wird angerichtet. Da sind unsere Pancakes. Die Oreo-Kekse habe ich klein gemacht. Hier sind frische Früchte. Ihr könnt natürlich noch Banane dazu machen oder Kiwi, Heidelbeeren, was euch eben schmeckt. Und hier ist die Sahne. Die habe ich aufgeschlagen. Also das ist eher eine Creme, weil ich das eher cremig mag. Und da habe ich so ein bisschen Vanilleextrakt noch mit rein, damit das einfach ja, ein bisschen noch einen besseren Geschmack hat. So, und jetzt könnt ihr euch das Ganze schichten. Und ihr könnt ja eure Gäste fragen, wie viele sie eben möchten oder wie viele sie packen. Und dann ja, wird da eben alles draufgepackt, was einem so schmeckt. Der Lassie, der macht das jetzt. Ihr könnt die Erdbeeren so in Scheiben schneiden und drauflegen oder ihr könnt auch so ganz kleine Würfel schneiden und das Ganze schon mit in die Sahne geben, ne? Wie das eben für euch am besten ist oder wie es euch eben am besten schmeckt. Ich mache das halt so, genau, jetzt kommt der nächste Pancake drauf und dann wieder Sahne. Das gehört jetzt dem Lissandro, der packt zwei Pancakes, ich mache ihm hier noch sowas drauf. Der Lassie macht jetzt weiter. Kannst ruhig für den Max drei Stück machen. Okay. Und unsere Gäste fragen wir dann, wie viele sie packen, ne? Und zur Not schmeckt es auch mit Nutella gut. Ohne das Ganze hier. Ganz vergessen zu sagen, ihr könnt natürlich um den Teller herum, also hier so am Rand, ne, jeweils immer ein paar Himbeeren noch hinlegen und das Ganze noch ein bisschen schön drapieren, damit es auch ordentlich aussieht. Ne? Könnt ihr zum Beispiel auch noch so ein paar Schokostreusel in die Mitte reinmachen und ja, es dann den Gästen eben servieren. Das wollte ich noch ganz kurz dazu sagen. Und hier kommen jetzt noch ein paar leckere Himbeeren mit dran. Wenn ich jetzt noch Schokosoße hätte, könnte ich die hier gerade so ja, noch dran machen. Habe ich aber leider nicht. So, ab zu den Gästen, Lassie. Ja. So, da bin ich wieder. Es ist mittlerweile schon dunkel draußen. Ich habe jetzt gar nicht die Kamera rausgeholt, weil wir nur am Quatschen sind. Jetzt zeige ich euch auch endlich, wer zu Besuch bei mir ist. Ich habe mich riesig gefreut. Ich konnte es nicht glauben, als sie bei mir vor der Tür stand mit ihrer süßen kleinen Tochter. Und zwar ist die Jade hier. Hallo. Mit der Ava. Yay. Wir freuen uns auch tierisch und wir haben wirklich nur gequatscht. Ich habe selbst total vergessen ganz zu filmen. Fun. Und es ist schon dunkel draußen. Ja, manchmal ist das Quatschen aber auch wichtiger als das Filmen. Genau, ja. Ja, wir haben jetzt lecker gegessen. Die Kinder spielen jetzt noch eine Runde Mensch, ärgere dich nicht. Also SpongeBob, Mensch, ärgere dich nicht. Ihr wisst, meine Kinder lieben SpongeBob. Und die Jay hat mir eine wunderschöne Palette mitgebracht. Ich habe mich so doll gefreut. Und ich würde sagen, wir quatschen jetzt noch eine Runde weiter. Das Licht wird hier auch nicht besser und mein Gesicht auch nicht. Und Hauptsache, ich habe euch ganz kurz gezeigt, wer mich besucht hat. Und wir quaken jetzt weiter. Bis später. Also an alle Beauty-Blogger. Das war dann alles. Von der Ava. Bei Nagellack. Wir noch was lernen. Auch ein bisschen, dann sucht ihr irgendeine Farbe aus. Ich habe hier gerade drei. Diese Rot. Ja. Die Beauty-Blogger. Und auch diese Helly. Mega, oder? Ich nehme dieses Rot. Besser als Fernsehen. Ich muss flüstern.
Guten Morgen! Ich habe mich gestern gar nicht mehr bei euch gemeldet. Sorry dafür. Ihr habt es ja gesehen, ich hatte ganz, ganz besonderen Besuch. Die Ava und die Jade waren da bei uns und ich konnte das irgendwie gar nicht glauben, bis sie dann tatsächlich bei uns vor der Tür standen. Und es war so, so ein schöner Nachmittag bzw. dann Abend. Ich habe die Kamera nicht so rausgeholt, weil ich das total genossen habe. Wir haben unglaublich viel erzählt und geredet und die Kinder haben so toll miteinander gespielt. Ich habe erst so gedacht, ein Junge und ein Mädchen und dann ist ja da auch so ein bisschen ein Altersunterschied. Aber ihr habt es ja gesehen, die haben dann Mensch, ärger dich nicht gespielt. Und die haben sich echt ganz, ganz toll verstanden. Die Ava ist sowieso eine ganz zuckersüße und das war für mich so was ganz Besonderes, hier ein Mädchen zu haben und einfach auch mal zu sehen, wie die so spielen und wie die so reden. Also ich fand es total süß. Und wie gesagt, ich habe den Tag total genossen und deshalb habe ich die Kamera nicht so rausgeholt. Ich hoffe, das war in Ordnung für euch. Die Jade hat mir ja was ganz Tolles mitgebracht und zwar zum einen auch diesen Duschschaum hier von Trackle Moon, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Und dann noch die Palette, die habe ich euch ja schon gezeigt, da habe ich mich auch total gefreut, denn die wollte ich unbedingt bei DM haben und war tatsächlich bei zwei verschiedenen, aber gab es dann nicht. Und die Jade hat es mitbekommen und dann hat sie angeboten, die mitzunehmen. Und das fand ich so, aufmerksam, dass man sowas sieht und dann sich anbietet. Das ist heutzutage irgendwie nicht mehr so selbstverständlich und da habe ich mich halt wahnsinnig darüber gefreut. Und dann hat sie mir noch so Osterhäschen hier mitgebracht. Kann ich euch ja mal zeigen. Und zwar diese beiden hier. Schaut mal bitte, wie süß die sind. Und diese hier, die hatte ich als Deko ja noch auf dem Tisch. Und da meinte zum Beispiel die Ava, als ich gesagt habe, nimm dir doch einen. Dann hat sie total süß gesagt, oh, ich dachte, das wäre Deko. Also total süß, ne? Und hier ist meine Deko zum Beispiel. Da haben mich auch ganz viele gefragt, woher denn diese Schmetterlinge sind. Die sind von Depot, da habe ich sie gekauft, genau. Ja, und das war eben soweit unser Tag. Ich habe euch ein bisschen dazu mitgenommen, dieser Vlog, der wird gar nicht so lange. Ich habe halt auch Pancakes gemacht, ich dachte, ich filme das mit, vielleicht ist das ganz interessant für euch. Ihr könnt die natürlich machen, wie ihr möchtet, mit verschiedenen Obstsorten dann noch, zum Beispiel Kiwi oder Banane, ja, oder was euch halt schmeckt, oder dann halt mit Nutella, wenn jetzt gar nichts dabei sein sollte für die Kinder. Ich finde es auf jeden Fall total lecker und meine Mäuse auch. Unsere Gäste waren auch sehr zufrieden. Ich hatte euch dazu mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch mal unten in der Infobox, also ein Pancake-Video, da werden die super fluffig und sind echt total lecker, könnt ihr gerne mal ausprobieren. Und ja, wir gehen jetzt noch eine Runde raus. Ich habe jetzt hier schon mal mein Handy hingelegt, das nehme ich mit und da ist die Bella, die wartet auch schon, ne? Du wartest schon, genau. Und der Luki ist schon unten und der Alessandro, der wartet jetzt auch. Wir genießen jetzt noch so ein bisschen das Wetter, solange es noch hell und schön draußen ist. Und ich würde sagen, ich beende jetzt mal an dieser Stelle dieses Video. Ich denke, das ist für ein Donnerstagsvideo ganz okay, wenn es auch mal ein bisschen kürzer ist. Da könnt ihr mir gerne mal Feedback dalassen, ob ihr lieber längere Videos sehen möchtet oder ob ihr sagt, okay, sonntags, das reicht ein langes Video. Ihr wisst ja, Donnerstag und Sonntag sind meine Upload-Tage. Und ja, da kann ich dann natürlich auch mal schauen, wie euer Feedback dazu ist. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir das mal in die Kommentare schreibt. Ansonsten freue ich mich riesig, wenn ihr mal bei der Ava und bei der Jade vorbeischaut. Die Kanäle schreibe ich euch unten in die Infobox. Die Jade hat nämlich zwei Kanäle. Und jetzt klingelt das Telefon. War ja klar, ne? Also gut, Moment. So, das war die Mama aus Italien, la Mama. Okay, jetzt habe ich auch komplett den Faden verloren. Ich glaube, ich wollte mich verabschieden. Wie gesagt, da hinten ist der Lassie, der wartet, dass wir jetzt rausgehen. Und ja, kurzes und knappes Video. Vielleicht war das ja auch eine Inspiration für euch, was die Pancakes betrifft. Und ansonsten, ja, lasst mir gerne Feedback da. Abonnieren ist kostenlos, das wisst ihr. Ich sag's gerne gerade nochmal dazu. Ich habe nämlich heute meine Analytics mal angeschaut und das ist ja ein wenig erschreckend gewesen. Aber ja, alles gut. Also ich bettle natürlich nicht um Abos, das ist klar. Ihr wisst, dass es kostenlos ist und wenn ihr mir gerne folgt, dann klickt einfach auf den Abonnieren-Button. Und dann freue ich mich natürlich, weil das auch ja so eine Art Feedback ist. Und da würde ich mich halt sehr darüber freuen. Das wollte ich jetzt ganz kurz mal hinzufügen. Und ja, jetzt verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Bleibt mir gesund. Und dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.